Hallo, ich bin Jens Geier. Herzlich willkommen zu meinem Videopodcast. 137 Milliarden Euro. So viel Geld war im Topf der Europäischen Union für Polen vorgesehen. Doch es wurde nie ausgezahlt, weil die berüchtigte nationalkonservative PiS-Regierung in Polen massiv Demokratie abgebaut hat. Das verstößt logischerweise gegen die Spielregeln der EU und deshalb wurde es eingefroren. Völlig zu Recht. Wir reden hier nicht von Kinkerlitzchen. Die PiS-Partei hatte eine groß angelegte Medien- und Justizreform durchgesetzt, die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit von Medien eingeschränkt hat. Es war eine schlimme Situation, wo viele von uns Angst hatten, dass Polen in den Autoritarismus abgleitet und die PiS-Partei Polen in der EU fast komplett isoliert hat. Doch damit ist jetzt Schluss. Nach 8 Jahren ist die rechtsnationale Ära in Polen beendet. Im Oktober haben die Menschen abgestimmt. Zwar ist die PiS noch stärkste Kraft, aber das Parteienbündnis aus Bürgerkoalition, den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und der christdemokratischen Liberalkonservativen von dem Dritten Weg hat es geschafft. Mehr als 54% der Stimmen haben die geholt und das hat locker gereicht für eine proeuropäische Regierung in Polen und um Donald Tusk im Dezember wieder zum Ministerpräsidenten zu wählen. Für jeden Demokratin in Europa ist das ein Grund zum Feiern. Mehrere PiS-PolitikerInnen müssen jetzt zu Recht mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Denn sie haben die Kontrolle über Staatsanwaltschaften und Gerichte, die sie widerrechtlich an sich gerissen hatten, schnell wieder verloren. Die neue polnische Regierung hat umgehend Reformen eingeleitet und die Entscheidungen der PiS-Partei rückgängig gemacht. Angefangen mit der umstrittenen Disziplinarordnung für RichterInnen. Mit der konnten Richterinnen und Richter für den Inhalt ihrer Urteile oder die Anwendung von EU-Recht disziplinarisch belangt werden. Auch alle zu Unrecht suspendierten Richterinnen und Richter wurden wieder eingesetzt. Die Rechtsstaatlichkeit wird damit in Polen wiederhergestellt. Und der ungarische Despot und Demagoge Viktor Orban hat einen wichtigen Verbündeten verloren. Auch das ist eine wichtige und großartige Nachricht aus europäischer Perspektive, die man nicht unterschätzen darf. Die EU hat die eingefrorenen Gelder vor 2 Wochen wieder freigegeben, und zwar die kompletten 137 Milliarden. 60 Milliarden kommen aus dem Corona-Hilfsfonds, mit dem die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Gut 76,5 Milliarden steuern die Kohäsionsfonds bei, mit dem der Lebensstandard in allen 27 EU-Staaten angeglichen werden soll. Es ist gut, dass Polen mit einer proeuropäischen Regierung wieder mit am Tisch sitzt und wir endlich wieder konstruktiv und respektvoll miteinander umgehen können. Und ich freue mich umso mehr, weil das der erklärte Wille der polnischen Wählerinnen und Wähler war. Vielen Dank für Ihr Interesse.